hier, mein Einsiedlerkrebs, der hat sogar eine Zimtschneckenbrille. Wie zum Beispiel diese Rakete zu reparieren. Ah! Jetzt ist sie total kaputt. Meine Lieben, herzlich willkommen in der Raketenstube. Diese ganzen Tiere und Kuscheltiere, nein, ich mache gerade ein Video, bitte lasst es so. Die können alle in nächster Zeit nicht in den Kindergarten und nicht in die Volksschule und nicht zur Tagesmutter, was ein bisschen langweilig ist, weil man so viel zu Hause bleiben muss. Aber ich habe mir gedacht, wir machen gemeinsam ein Konzert, also gemeinsam. Ich mache es für euch und ihr sagt mir aber vorher, was für Lieder ihr euch wünscht oder welche Themen ich behandeln soll. Ich freue mich auch, wenn ich eure Namen erfahre, weil dann kann ich euch begrüßen. Hallo Kinder, ist euch auch schon so langweilig? Hey! Ihr habt vergessen, mich einzuladen. Ja, dann setz dich doch noch dazu. Wir haben schon Yoga gemacht, Muffins gebacken, 1000-mal die Sendung mit der Maus geschaut, das 1x1 gelernt, einen Tunnel zur besten Freundin gegraben, ganz viele Montessori-Spiele gemacht, alle Bücher, die wir kennen, angeschaut und den Steuerausgleich gemacht. Ich habe leider noch keinen Steuerausgleich gemacht. Schreibt doch einfach bei den Kommentaren, wie du heißt und was du dir für ein Lied wünschst. Und ihr könnt euch das Wohnzimmerkonzert dann auf YouTube anschauen, gemeinsam mit meinen Gästen. Das ist das Kiri-Rakete-Quarantäne-Konzert. Quarantäne? Quarantäne? Quarantäne! Quarantäne! Quarantäne-Konzert! Bis bald! Wir freuen uns schon! Es ist ziemlich anstrengend, so viel zu Hause zu bleiben. Wir wohnen ja in diesem Zelt hier. Nein, stimmt gar nicht. Und was magst du für ein Lied? Avocado? Avocado, Avocado, Avocado mag ich gern. Quarantäne.